Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der seinen Pflegevater, den heiligen Josef, und als tatkräftigen Fürsprecher schenkt, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Jede anständige Wallfahrtskirche hat auch einen Altar oder eine Kapelle des heiligen Josef. So auch unsere Wallfahrtskirche Maria Hilf. Warum ist das so? Weil Wallfahrerinnen und Wallfahrer, wenn sie auf Wallfahrt gingen, gleichsam geistige Kurzauszeit genommen haben, um sich stärken zu lassen für ihr oft schweres Leben im Alltag. Und der heilige Josef, er vereint als Fürsprecher gar viele Lebensfelder. Patron der Handwerker und Arbeiter, Patron und Schutzherr der Kirche, Patron der Familie, Patron der Sterbenden, der Bitte um einen guten Tod, um nur einige zu nennen. Deswegen stimmt es, dass er damals wie heute ein tatkräftiger Fürsprecher und auch für unsere Zeit und unser Leben ein Vorbild im Leben und Glauben sein kann. Öffnen wir uns dem Herrn in der Bitte um Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Wort und Werk. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast Jesus, unseren Heiland, und seine Mutter Maria,
der treuen Sorge des heiligen Josef anvertraut. Höre auf seine Fürsprache und hilf deiner Kirche, die Geheimnisse der Erlösung treu zu verwalten, bis das Werk des Heils vollendet ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. Das Wort des Herrn ging an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.
für alle Nachkommen gültig, nicht nur für die, welche das Gesetz haben, sondern auch für die, welche wie Abraham den Glauben haben. Nach dem Schriftwort, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, ist er unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat, dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Darum wurde der Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wort des lebendigen Gottes. Selig, die in deinem Hause wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus, der Messias genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Auf die Fürsprache des heiligen Josef bitten wir für Kirche und Welt in den Anliegen unserer Zeit. Wir beten für die ganze Kirche, deren Patron der heilige Josef ist. Lass uns durch Stille und Gebet immer ein offenes Ohr haben für die Frohbotschaft und sie durch unser Leben bezeugen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Ehepaare, Familien und Kinder, deren Patron der heilige Josef ist. Lass uns in stiller Bescheidenheit, in Liebe und Gottverbundenheit leben und einander Hilfe und Stütze sein. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Arbeiter, Handwerker, für alle, die nach Arbeit suchen, deren Patron der heilige Josef ist. Lass uns in der täglichen Arbeit deine Nähe erfahren und schenke allen Kraft, die ihre Arbeit verloren haben und wieder neu beginnen müssen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich. Wir beten für die Flüchtlinge und Reisenden, deren Patron der heilige Josef ist. Beschütze uns auf den vielen Wegen vor allen Gefahren. Gott, unser Vater. Wir beten für die Sterbenden, deren Patron der heilige Josef ist. Schenke ihnen deine besondere Nähe und die Hoffnung der ewigen Herrlichkeit. Gott, unser Vater. Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie deine Herrlichkeit schauen und lass uns in unserer eigenen Todesstunde voll Vertrauen und Zuversicht in das große Geheimnis eingehen, das wir Gott nennen. Gott, unser Vater. Wir bitten auch um den Frieden in unserer Welt, besonders zwischen Russland und der Ukraine, dass in die Herzen der Menschen die Güte und Menschenfreundlichkeit des heiligen Josef Einzug halte. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, im heiligen Josef hast du für deinen menschgewordenen Sohn Jesus Christus gesorgt und du schenkst uns den heiligen Josef als tatkräftigen Fürsprecher für unsere Welt und Zeit. Wir danken dir für deine Nähe und Fürsorge, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, der heilige Josef hat deinen ewigen Sohn, den die Jungfrau Maria geboren hat, in Treue gedient. Lass auch uns Christus dienen und dieses Opfer mit reinem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und am Fest des heiligen Josef die Wege deiner Weisheit zu rühmen. Denn ihm, dem Gerechten, hast du die jungfräuliche Gottesmutter anvertraut, ihn deinen treuen und klugen Knecht bestellt zum Haupt der heiligen Familie. An Vaters Statt sollte er deinen eingeborenen Sohn beschützen, der durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen war, unseren Herrn Jesus Christus. Doch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten, die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Wohnung erfüllen wir.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Dieser Feier beten wir besonders für Josef Haider und Angehörige nach Meinung. Wir beten für Josef Heigl, für Josef Schweier, für alle Menschen, die gestorben sind, die wir im Herzen tragen, für alle Kinder, die das Licht der Welt nicht erblicken konnten, für alle, die in Krieg und Verfolgung gestorben sind, für alle armen Seelen. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Wir empfehlen dir auch Josef Talatschira. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen,
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, Herr, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr und der Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenkt einander eine Geste des Friedens, der Friede sei mit dir. So seht und erkennt Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie zu Hause unseren Gottesdienst mitfeiern, herzlich sind Sie eingeladen, Jesus in geistiger Weise zu empfangen und ihm ein Haus, eine Wohnung zu sein, der Leib Christi.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns am Fest des heiligen Josef um deinen Altar versammelt und mit dem Brot des Lebens gestärkt. Schütze deine Familie und erhalte in ihr deine Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Einige Mitglieder unserer Vereingemeinschaft, aber darüber hinaus auch ganz, ganz viele, ich glaube, es geht jetzt nicht um die Zahl, gell? 150, 200 Menschen haben auf den Tag heute sich auf eine Weihe an den heiligen Josef vorbereitet. Manche von ihnen feiern jetzt von zu Hause aus via Livestream mit. Der heilige Josef ist Fürsorger. Und er trägt Fürsorge für einen jeden von uns, aber auch für unsere Welt. Und wer sich gern dem heiligen Josef weihen, das heißt anvertrauen, anheimgeben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Das wollen wir jetzt gerne tun und wenn man da beginnt mit Ich, dann lassen wir eine kleine Pause und da kann jeder dann seinen Namen einsetzen. Ich, ein Kind Gottes, nehme dich, heiligen Josef, als meinen geistlichen Vater an. Ich bin zuversichtlich, dass Jesus und Maria mich zu dir geführt haben, um dich zu kennen, dich zu lieben und dir vollkommen geweiht zu sein. Weil ich dich kennen und lieben gelernt habe, weihe ich mich dir ganz, heiliger Josef. Ich will dich in meinem Leben haben. Ich brauche dich in meinem Leben. Nimm mich an als dein geistliches Kind, o großer, heiliger Josef. Ich möchte deiner schützenden Vaterschaft nichts vorenthalten. Als Bräutigam Mariens hast du für meine geistliche Mutter gesorgt. Danke, dass du ihr immer treu bist. Danke, dass du sie liebst und dein ganzes Leben in ihren Dienst stellst. Als jungfräulicher Vater Jesu hast du für meinen Herrn gesorgt und ihn vor bösen Menschen geschützt. Danke, dass du das Leben meines Erlösers beschützt hast. Dank dir konnte Jesus sein Blut für mich am Kreuz vergießen. Dank dir, heiliger Josef, habe ich Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel. Als mein geistlicher Vater wirst du auch mich führen und beschützen. Dessen bin ich mir sicher. Bitte lehre mich die Wege des Gebetes, der Tugend und der Heiligkeit. Ich möchte wie du sein, heiliger Josef. Ich möchte rein, demütig, liebevoll und barmherzig sein. Jetzt, wo ich dir gehöre und du mir gehörst, verspreche ich, dich niemals zu vergessen. Ich weiß, dass du mich niemals vergessen wirst, und das bereitet mir grenzenlose Freude.
Ich werde vom heiligen Josef geliebt. Ich gehöre dem heiligen Josef. Lob der heiligsten Dreifaltigkeit, die dich gesegnet und zum größten Heiligen nach Maria erhoben hat. Lob der Jungfrau, die dich liebt und möchte, dass die Seelen dich lieben. Lob sei dir, heiliger Josef, mein Vater, mein Beschützer und mein Alles. Heiliger Josef, wir geben dir anheim, vertrauen dir an und weihen dir heute auch die ganze heilige Kirche, deren Schutzpatron du bist. Und wir bitten dich, dass die Kirche deines Sohnes auf dem Fundament des Evangeliums verbleibt und, wenn es sein muss, dorthin zurückkehrt, dass wir den Glauben unverfälscht bewahren und ins Heute weitergeben, ohne ihn zu beschönigen oder umzuformulieren. Wir bitten dich um Glaube, Hoffnung und Liebe in den Herzen der Menschen, in denen, die suchen und die einen stabilen Grund in ihrem Leben brauchen. Das sind ja letztlich wir alle. Wir weihen dir, weil du Architekt bist und Baumeister, auch alle unsere Kirchen hier auf dem Lechfeld, das Kloster. Wir weihen dir die Baustelle in St. Martin, Lagerlechfeld, die ja wieder auch eine Kirche beherbergen soll. Wir weihen dir alle Familien, alle Handwerker und Baumeister, gerade in dieser Zeit, in der sie schwer an Baumaterial kommen, in der sie mit Kosten zu kämpfen haben und letztlich damit ihre Arbeit auch gut verrichten zu können. Wir weihen dir alle Reisenden, alle Menschen, die sterbend sind und alle, die dem Tod entgegengehen. Sei du Fürsprecher und Schutzherr für uns, für dieses Haus und für alle, die wir jetzt auch im Herzen zu dir gebracht haben. Heiliger Josef, wir vertrauen auf deine Fürsprache und bitten dich schließlich, dass du mit deiner Güte, deinem Gehorsam und deiner Bescheidenheit still, aber wirkungsvoll eintrittst für den Frieden in den Herzen und in den Köpfen der Mächtigen, aller, die sie beraten und aller, die Gewalt als Mittel zur Macht brauchen und missbrauchen. Nimm dich ihrer und uns aller an, schütze und halte uns in deiner nährenden, väterlichen Hand, wie du unseren Herrn Jesus Christus gehalten hast und großgezogen. Dir vertrauen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Deswegen hat es keine Predigt gegeben. Er bittet mir Gottes Schutz und Segen. Wir bitten den heiligen Josef da auch für
einen guten Hausmeister, eine gute Hausmeisterin, ganz gleich, heißt Mesner, Mesnerin für die Wochenenden hier für Maria Hilf, brauchen wir notwendig in unserem Team, damit Frau Blume auch eine gute Hilfe hat. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Amen. Das Vorbild des heiligen Josef lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Das gewähre euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Das